Hä? Was? Was? Guten Tag, Madame. Guten Tag, Sir. Wett, wer bist du denn? Du bist ja ein altes Mütterchen. Oh, Lesebrille. Schlechte Augen natürlich. Nur ein Accessoire. Bibel. Sie ist gläubig. Was? Schafhirte? Nein. Das ist Jesus. Da, hier Kreuz. Wie deutlich soll es noch sein? Spiel, woher weiß Sherlock Holmes, dass das Jeremias Mutter ist? Und who the fuck ist Jeremiah? Jeremias Mutter ist eine religiöse Frau mittleren Alters. Sie lebt recht zurückgezogen und geht nur selten aus dem Haus. In ihrer Wohnung befinden sich religiöse Bilder und Symbole. Sie ist kurzsichtig und trägt eine Brille mit starken Gläsern. Ich möchte zu Ihrem Sohn. Jeremiah, er ist nicht zu Hause. Kann ich Ihnen einige Fragen über ihn stellen? Vielleicht gehen wir besser rein. Ich weiß nicht, wer Sie sind, Sir, aber ich muss Sie bitten, jetzt zu gehen. Mit Fremden will sie nicht reden. Ja, man sollte nicht trinken und dann lachen. Die Frau macht das einzig Richtige. Oh, Leute, ich sterbe euch hier live weg. Mit Fremden Ersticke will sie nicht hier. reden. Ja. Wie gesagt, die Frau macht das einzig Richtige. Bloß weg von dem Typen. Der Mann ist mir einfach nicht koscher. Ist das denn überhaupt das richtige Haus? Was soll das Symbol? Ich glaube, verkleiden. Ah, nee, für Wiggins. Wiggle, wiggle, wiggle. Nee, wie ging das Lied? Irgendwas nur wiggle, wiggle, wiggle. Wiggins kann Ihnen dabei helfen, den Exorzismus durchzuführen. Was den Exorzismus? Er treibt sich immer in der Baker Street in der Nähe Ihrer Wohnung rum. Welchen Exorzismus jetzt, bitteschön? Welchen Exorzismus, bitteschön? Ja, okay, aber das ist das Haus auf jeden Fall. Wir mussten es nicht mal finden. Das Spiel hat einfach für uns das gefunden, indem wir hier draufklicken und die Tür einfach aufgeht und das Spiel dir damit sagt: Hey du musst nicht genau gucken, du musst nicht das Haus finden. Du musst dich nicht anstrengen. Du musst einfach nur rumrennen und alle Türen versuchen aufzumachen und irgendeine geht schon auf. Dafür sorge ich. Alles klar, du? Gut, du. Ich arbeite und kann nicht an die Tür. Was ein Spiel, ehrlich, das einfach drauf scheißt, gute Rätsel zu machen. Und liebe Salih, ich bin überrascht, ja fast schon entsetzt, dass du Sherlock Holmes in Schutz nimmst. Oh, ich drücke immer das Falsche und ich muss dauernd gehen. Ich muss jetzt plötzlich dauernd gehen, ne? Eine halbe Stunde, ich spiele kein Gehen. Nö, warum denn auch? Nie und nimmer. Und plötzlich. Am laufenden Band. Dazu sage ich nur wiggle, wiggle, wiggle. Ba bam, bam, bam. Nee, ich war schon immer scheiße in Melodien. Es gibt einen guten Grund, warum ich nicht singe. Oder nicht singen sollte. Ich kann mal anmerken, dass ich tatsächlich mir mal so ein bisschen. Ich konnte nicht widerstehen. Ich gebe es zu, ich konnte der Neugierde nicht ganz widerstehen. Ruckel die, ruckel die, ruckel die. Ich habe mal nachgeguckt, was so einige Kritiker über dieses Spiel sagen.
Und eine Kritik ist, dass die Orte immer mehr oder weniger dieselben sind. Dass es weniger abwechslungsreich ist als zum Beispiel im früheren Sherlock Holmes-Spiel. Und ich muss sagen, ja, da haben sie wohl recht. Mit keiner dieser Bartbehaarungen sieht er aus wie ein Geistlicher. Also wirklich. Ja, komm hier. Da passt zumindest mal der Rauschebart. Können wir sogar einmal den Rauschebart nehmen? Ja, hier, guck mal, hier, ne? Das sieht doch komplett korrekt so aus. In der Verkleidung können wir die jetzt gerne... Nichts ist trügerischer als eine offenkundige Tatsache. Ja, nee, ist klar. Jetzt können wir sie auf jeden Fall dazu bringen, irgendeinen Exorzismus mit uns durchzuspielen. Warum auch immer wir plötzlich einen Exorzismus machen müssen. Holmes weiß wieder Sachen, die er aus dem Nichts heraus quasi weiß. Ah, hier. Hey, Wiggins. Wiggins. Wiggle. Protokoll 2.5, Lambeth Street. Klar, verlassen Sie sich auf uns. Was? The Daily Mirror, der goldene Hahn. Der Tod eines Hahns hat zwei Personen das Leben gekostet. Bei dem Streit, der auf das Ableben des Hahns folgt, erlitt Dick Merman, der Gentleman, dem vorgeworfen wurde, das erwähnte Federvieh getötet zu haben, eine tödliche Stichverletzung und sein Vater, der ihm zur Hilfe eilte, wurde zu Tode geprügelt. Die Dubois-Brüder, die beiden Männer, die für die beiden schrecklichen Taten verantwortlich sind, befinden sich seitdem in Gewahrsam von Scotland Yard. Kann ich echt hier rumrennen und mit den ganzen Straßenkindern reden, um immer Zeitung zu kriegen und irgendwie über das Leben da Informationen zu sammeln? Auch schon wieder das Falsche. Tab, tab, immer tabben, Cyrus. Nicht escapen, immer tabben. Auch wenn du escapen willst, auch wenn du fliehen willst aus dem Spiel, du kannst nicht fliehen. Versuch es nicht. Tab einfach raus und akzeptiere, dass Flucht oder ein Fluchtversuch zwecklos ist. Nee, und die Kritik sagte halt, ne, es ist halt ein bisschen schade, dass die Orte nicht so abwechslungsreich sind. In Crimes and Punishment war es ja so, dass die Fälle wirklich an verschiedensten Orten stattfanden. Und ich kann diese Kritik verstehen und auch ziemlich nachvollziehen. Man hat es sich schon ein bisschen einfacher gemacht, habe ich das Gefühl. Wir sind bereit. Okay, dann hoch. Ruckel die wieder. Die Tür ist abgeschlossen. Ich muss irgendwie die Aufmerksamkeit von Jeremiahs Mutter wecken. Hoch, was haben wir denn? Okay. Ich würde mal so sagen. Viel zu stark. Ups. Wieder viel zu stark. Ich glaube, das ist so ähnlich jetzt wie das Curling-Spiel. Immer noch zu stark, Cyrus. So müsste es jetzt passen. Jawohl. Alle guten Dinge sind vier. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Zürne nicht, dass du nicht auch übel tust. Vielen Dank, Vater. Sie sind so nett. Diese Bengel machen immer Ärger. Aber wo bleiben nur meine Manieren? Kann ich Ihnen zum Dank eine Tasse Tee anbieten? Ich weiß nicht. Gott segne Sie, Schwester. Ich heiße Margaret Thorne. Miss. Es ist eine Ehre, dass Gott Sie geschickt hat. Sie wirken traurig, Schwester. Etwa wegen diesen Kindern da? Oh nein, wegen meinem Sohn, Jeremiah. Ich fürchte, er macht schlimme Dinge. Wie schlimm? Ich weiß nicht. Er ist so nervös geworden und wütend und grob. Dabei war er früher so ein lieber Junge. Mittlerweile verbringt er gar keine Zeit mehr mit uns, nicht mal mit Janet, seiner jüngeren Schwester. Er verkriecht sich immer in seinem Zimmer, schließt die Tür ab und öffnet sie für niemanden. Erst stehen wir draußen. Darf ich Ihnen Tee anbieten? Ach, wissen Sie, Schwester, ich weiß ja nicht. Fupp, Szenenwechsel, wir sind drin und trinken einen Tee. Selbst Michael Bay könnte nicht bessere Übergänge machen, eindeutig.
Und wo ist Ihr Sohn? Ich weiß nicht. Er ist gestern Nacht nicht heimgekommen. Ich mache mir solche Sorgen. Vielleicht ist er ja wegen seiner Arbeit weggeblieben. Wo arbeitet er? Ich weiß nicht, ob er überhaupt arbeitet, Vater. Wenn ich ihn danach frage, wird er wütend und sagt nichts. Okay, hat er denn Freunde? Können wir mit denen reden? Wir wollen ja nur Gutes für ihn. Und ihn nicht in den Knast bringen oder so, also überhaupt nicht. Vielleicht haben seine Freunde einen schlechten Einfluss auf ihn. Keine Ahnung. Er redet nie von seinen Freunden. Ich fürchte, mein Junge könnte vom Leibhaftigen besessen sein. Der Junge hat sich so sehr verändert. Er erzählt mir nichts mehr, regt sich immerzu auf und schreit mich an. Ich bin einfach ratlos. Ja, ja. Die Freunde sind immer der schlechte Umgang. Am besten gar keine Freunde haben, sondern als Kellerkind verrotten. Grämen Sie sich nicht, Schwester. Sie haben gut daran getan zu beichten. Ich kann das Böse in diesem Haus wahrlich spüren. Dum, dum, dum. Oh Gott! Gestatten Sie mir, hier nach dem Dämon zu suchen. Gott segne Sie, Vater. Oh, Sherlock Holmes nutzt... Sherlock Holmes nutzt die Leichtgläubigkeit von Leuten immer aus, oder? Was? Machen wir hier gerade einen auf der Exorzist? Sind wir jetzt in einem Horrorfilm plötzlich? Regal und Bücher, versessenes Holz und Blatt, vertreibt eure Wortdämonen! Amen. Ich glaube, das war eins von den Straßenkindern, einer von Wiggins Freunden, die da agiert haben. Nur wie sind die in das Zimmer gekommen? Sind die eingebrochen? Und was war hier gerade mit unserem Stab? Ihr habt es auch gesehen, der hat so gemacht. Wie so ein... nein, ich sag jetzt nicht Vibrator. Wie kommt ihr da drauf? Ups. Ja, natürlich. Scheißt der jetzt in den Kamin? Feuer und Flammen! Zum Kochen seid ihr! Und nicht für böse Dämonen! Hinfahrt! Das Friede sei! Ich glaube, der hat in den Kamin geschissen, dass da eine kleine Explosion entstanden ist. Heidewitzka, der hat es ordentlich dringend gehabt, aufs Klo zu kommen. Oder zu gehen. Heiliger Geist! Leute, merkt ihr das auch? Es ist immer dieselbe Reihenfolge. WSAD. Die hätten ja wenigstens WASD machen können. Dann wäre es richtig klischeehaft gewesen. Oh, 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 Moment. Hatten wir hier was? Oh, Vater, helfen Sie uns. Ist hier noch... Sind wir noch nicht fertig? Oh, 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 das Fenster natürlich. Genau, wenn sie so steht, müsste sie den Typen sehen. Nein, sie sieht ihn ja nicht. Nö, nö, nö. Wie Sie sehen, hat sich der Dämon in Jeremiahs Zimmer eingenistet. Ich sollte da alleine reingehen. Gott helfe uns. Schwester, warten Sie draußen. Das wird ein harter Kampf werden. Oh Gott, ich mache, was Sie sagen. Ring frei. Round one. Hat er vor, aus London zu fliehen? So. Ist Jeremiah die Hasenscharte? Oh, er hat Sachen verbrannt. Nicht offenbar cool. Wurde dieser Brief im Zorn zerrissen. Ich sollte die Schnipsel zusammensetzen, um den Text lesen zu können. Okay, ich nehme es zurück. Es ist nicht verbrannt, es ist nur zerrissen. Zerrissen ist aber gut. Zerrissen heißt, wir können es reparieren. Wupp, das haben wir schon mal. Wupp, das haben wir auch schon mal. Zack.
So, und ich setze es mal dahin, dann habe ich hier in Ruhe allen Platz, den ich brauche zum Zusammensetzen. Ja, war ich mir sicher, dass es da in die Ecke hingehört? Komisch. Ja, das gehört aber dahin. Das kommt dahin. Dann müsstest du hierhin. Ah, jetzt passt es da. Das passt dort. Ach, die Spitze war von hier. Alles klar. Das scheint ein Drohbrief an Jeremiah zu sein. Von jemandem, der sich der Pfeil nennt. Der Pfeil, der Hammer. Leute. Das sind alle Spitznamen, die euch einfallen? Was seid ihr für Gauner? Der Hammer, der Pfeil. Das klingt eher wie die Kindergartengruppe bei den Illuminati. Hey, Jeremiah. Ich will dich nur daran erinnern, dass wir in einer schlechten und gnadenlosen Welt leben. Vor allem für Typen, die ihre Versprechen nicht halten. Am Ende wäre es doch sehr schade, wenn jemand, der dir viel bedeutet, wie etwa deine Schwester, in einem Freudenhaus landet. Der Pfeil. So, was haben wir hier? Der Pfeil hat Jeremiah bedroht. Der Pfeil hat Jeremiah damit gedroht, dass er seine Schwester ins Bordell schickt. Er war zuvor im Jahr 1888 in einem Skandal verwickelt. Woher weißt du das jetzt schon wieder? Woher weißt du das schon wieder, ohne vorher ins Archiv geguckt zu haben? Das ist ja klar. Pfeil. Er stand 1888 im Mittelpunkt eines berüchtigten Falls. Genau, das weißt du einfach so plötzlich, weil dein perfektes Gedächtnis sofort gegriffen hat, aber du erinnerst dich nicht an den Inhalt des Artikels. Den musst du wiederum rausfischen. Das ist wohl Janet, Jeremiahs Schwester. Das ist ein Bauplan für eine Bombe. Oh, war der das Versprechen etwa, dass er... Mit so einer Spule kann man eine Bombe bauen. Ah. Das alles reicht, um Jeremiah hinter Gitter zu bringen. Das war's. Der Dämon ist gebannt. Oh, vielen Dank, gesegneter Vater. Beten Sie jetzt für Jeremiahs Seele, Schwester. Auf Wiedersehen. Gott sei gesegnet. Wiedersehen.